Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder eine Frage zum Thema Filtertechnik. Sie kommt von Thomas und Thomas ist im Twist mit seinem Vater. Hallo Martin, du hattest letztens im Blog erwähnt, dass man seinen Bachlauf nachts abstellen kann. Ich habe immer Diskussionen mit meinem Vater. Er macht nie Wasserwechsel und füllt nur Bachwasser auf, wenn was fehlt. Er hat Sun-Sun-Filter, welche ständig überlaufen. Daher schaltet er diese nachts ab, damit nichts überläuft. Mit der Begründung, dass du gesagt hast, dass man Bachläufe nachts ausmachen kann. Er meint, sein Filter wäre ja auch wie ein Bachlauf zu sehen, da ja Wasser drinstehen bleibt und die Bakterien das überleben. Vielleicht kannst du nochmal einen Blog machen, dass die Filter 24 Stunden am Tag zu laufen haben und dass wöchentliche Wasserwechsel mit Leitungswasser wichtig sind. PS, deine Tosai wachsen wahnsinnig. Liebe Grüße, Thomas. Ja, lieber Papa von Thomas, ich muss deinem Sohn leider recht geben, weil es ist ein ganz großer Unterschied. Ein Bachlauf habe ich ja als optisches Element in meinem Garten. Ja. Darauf beruht ja nicht die Wasseraufbereitung oder die grundsätzliche Wasseraufbereitung meines Koi-Teichs, wenngleich dort natürlich auch positive Effekte stattfinden, solange dieser läuft. So, deinen Filter solltest du schon allein deshalb den ganzen Tag laufen lassen. Jetzt überleg dir, deine Koi werden abends um 8 Uhr nochmal beim schönen Glas Rotwein gefüttert, vielleicht auch noch um 9 Uhr. So. Und dann gehst du ins Bett und sagst so, Filter aus, Kamera hat gesagt, die Bakterien überleben das und die, wenn der Filter belüftet wäre, ist, dann überleben die das auch tatsächlich. Aber jetzt sind deine Fische noch lange nicht im Ruhestoffwechsel, auch wenn es dunkel wird, sondern da du die relativ spät gefüttert hast, werden die noch circa 5 Stunden lang Ammonium abatmen. Sprich, das Ammonium in deinem Teich würde so nach oben gehen, bis am nächsten Morgen der Filter irgendwann wieder eingeschaltet wird und mit dem Einschalten des Filters beginnt aber dann auch schon wieder die nächste Fütterung, sprich zu dem Ammonium, was du schon im Teich hast, kommt dann gleich wieder neues Ammonium hinzu, sprich dein Filter hat überhaupt keine Chance mehr, der ganzen Geschichte hinterherzukommen. Das ist wie wenn du beim Daimler am Band die Geschwindigkeit verdreifachst, dann kommt auch keiner mehr hinterher und so ist es da auch. Das sind Filterbakterien, die leben einfach davon, dass sie eine möglichst kontinuierliche oder möglichst kontinuierlich mit Futter versorgt werden und Ammonium ist Futter für die Bakterien, die produzieren dann Nitrit und für die nächsten Bakterien ist das Nitritfutter. Und deshalb sind die Nachtstunden für den Filter ganz arg wichtig, weil dort der Filter irgendwann mal die ganzen Überreste wegschaffen kann. Es kommt nachts mal nichts, das Band steht und jeder kann mal gucken, dass, oder die Bakterien können gucken, dass die Werte mal richtig tief fallen. Und das ist auch das, was in vielen, vielen Blogs, wenn du dich bei deinem Sohn schon auf diesen Blog beziehst, dann beziehe ich mich jetzt auf Blogs, dass ich sage, wir dürfen uns nicht nur immer an den Nitritwerten orientieren, die wir abends messen, sondern wir müssen uns auch die morgendlichen Nitritwerte anschauen. Und ein Filter läuft insbesondere dann besonders gut, wenn du jetzt zum Beispiel abends 0,2 Nitrit hast, kurz bevor du ins Bett gehst und du auch deinen Filter ausschaltest und morgens dann die Nitritwerte bei 0,05 oder 0,1 sind. Das zeigt, dass dann die Filterbakterien über Nacht richtig gute Arbeit leisten bzw. geleistet haben. Und genauso ist es mit dem Ammonium. Und von daher, du brauchst deine Filteranlage 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, immer dann, wenn du fütterst. Und alles, was ich dir gerade mit deinem mit dem Ammonium Nitrit erklärt habe, das gleiche kannst du auf den Kot übertragen. Wenn du den Tag über gefüttert hast, dann werden die Koi die ganze Nacht über Häufchen machen, AA machen, ja, werden deinen Teich richtig schön verunreinigen. Und du willst ja, dass der Schmutz rauskommt und du willst ja nicht, dass über die ganze Nacht der Kot sedimentiert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Koi, dass der Teich dann relativ trüb ist, wenn du nachts den Filter ausmachst. Also über alles betrachtet ist es wirklich Quatsch. Und Quatsch ist genauso mit irgendeinem Bachwasser, wo du dir sonst irgendwelche Krätze in den Teich holst. Leitungswasser ist das am besten behütete und besten überwachte Lebensmittel, was wir in Deutschland haben. So gut, dass es sogar zur Aufbereitung, Zubereitung von Babynahrung zugelassen ist. Von daher, seh deine Koi wie Baby, gib ihnen das beste Wasser, was du zur Verfügung hast. Und das kommt bekanntlich aus der Leitung. So, ich gehe jetzt eine Runde raus zum Bloggen. Vielen Dank für Ihr Interesse, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.